herzlich willkommen zu unserem letzten Vlog hier aus Aruba. Die 7 Tage gingen leider viel zu schnell vorbei. Und jetzt wollen wir die Zeit nutzen, um euch einfach mal das Resort nochmal zu zeigen, wo wir hier eigentlich waren, was die Highlights waren, was wir richtig cool finden, und wir ziehen einfach nochmal ein kleines Fazit. Wir fangen hier an mit dem Hotelzimmer. Wir haben hier nicht so viel Zeit verbracht, eigentlich nur zum Schlafen, aber es gehört natürlich dazu. Wir haben hier ein wunderschönes, großes King-Size-Doppelbett. Wir haben hier direkt gegenüber einen großen Fernseher, den wir nie benutzt haben. Unter dem Fernseher eine Espresso-Maschine, was ich ganz cool finde, habe ich ab und zu immer getrunken. Wir haben einen großen Ankleideschrank, darüber die Klimaanlage, weil ohne Klimaanlage läuft sie natürlich nicht. Wir können hier rausgucken, wir haben einen sehr schönen Ausblick auf die Palmen und sehen die beiden Poolanlagen. Meer ist 25 Meter dahinter, also in direkter Nähe. Genau, wir wurden ganz lieb begrüßt mit einer Tüte, wo früher Eis drin war, mit einem Champagner und dann nochmal einem kleinen Gift-Tütchen mit Wein drin und einer Aruba-Schokolade. So, wir gehen weiter. Wir haben hier auch ein wunderschönes, großes Badezimmer. Waschbecken für 2 Personen, finde ich immer wichtig. Man reist ja meistens nie alleine. Große Dusche, Toilette, alles was man braucht, alles was drin sein muss. Wie gesagt, wir haben nicht so viel Zeit im Zimmer verbracht. Aber, wie gesagt, gehört dazu. Und jetzt zeigen wir euch das Resort. Kommt mit. So, hier sind wir auch schon bei der ersten von 2 Poolanlagen, die halt nur für dieses hintere Haus zur Verfügung steht. Es ist, gibt einen flachen Teil, also ich glaube, das ist mehr für Familien gedacht, die halt hier mit ihren Kindern tanzen können. Und von hier aus gehen wir jetzt direkt weiter, so 20 Meter zum Meer. So, was auch noch interessant ist, dass jede Poolanlage auch seine separate Bar mit natürlich Barkeeper hier hat. Also für jeden, der Durst hat, steht hier die ganze Zeit immer die Bar offen. Drinks inklusive. Hey guys, ich will auf Aruba. So, und hier ist eins der absoluten Highlights. Wie gesagt, keine 20 Meter entfernt, der Strand. Sind wir quasi im Zentrum des Resorts angekommen. Wir haben rechts von uns den wunderschönen Strand. Wir haben links von uns den Hauptpool, wo auch gerade einer der Kurse gegeben wird. Normalerweise gibt es hier Kurse, da wird Bingo teilweise drin gespielt. Also für Entertainment ist hier rund um die Uhr gesorgt. Direkt anschließend haben wir eine der größten Poolbars, die es hier gibt, also auch da 24 Stunden Versorgung. Und direkt dahinter ist dann das Buffet, wo wir halt immer Frühstück, Mittag und Abendessen begehen können. Direkt im Anschluss gibt es noch die Themenrestaurants, da wo wir jetzt noch hingehen. Also kommt einfach mal mit. So, angekommen an Red Parrot. Das ist eins der vielen Themenrestaurants, die es hier im Resort gibt. Zu dem normalen Buffet kann man sich halt noch abends einen Tisch mieten. Entweder hier Fine Dining, wir haben hier einen Grill, der karibisches Essen präsentiert. Wir haben ein asiatisches Essen, wir haben italienisches. Für jeden Geschmack ist was dabei. Ihr müsst einen Termin am besten vorher buchen, weil meistens sind die sehr gut besucht. Und auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Nächste Highlight für mich, absolut das Fitnessstudio hier im Resort. Keine 300 Meter, die Linie zeigen wir euch jetzt mal, wie das aussieht. Kommen wir zum großen Finale. Wir sind angekommen hier am Strand, quasi am schönsten Ort von dem ganzen Resort, und das war es jetzt auch schon mit unserer Tour. Wir kommen jetzt zum Fazit und da wollen wir wieder gerne unsere Punkte abarbeiten und fangen an mit dem Punkt Lage. Lage, muss ich sagen, es ist mit der schönste Strand in ganz Aruba. Die Lage ist
sehr gut, weil alles so schnell zu erreichen. Man hat ja auch die E-Bikes, wo ich später drauf zu kommen werde, wo man überall halt schnell hingehen kann. Wenn nicht, mietet man sich ein Auto. Von daher, in Aruba ist alles dicht beieinander. Lage top. Punkt 2, Service vom Hotel. Service. Da kann man mal sehen, wie Service gehen kann. Kleines Beispiel, am zweiten Tag wussten die Küchenmitarbeiter schon, welches Omelette wir wie gebraten haben wollen, mit wie viel Eier. Sie lachen immer, sind immer zuvorkommend, sind immer freundlich. Service 5 von 5 Punkten. Nächster Punkt, Sauberkeit. Sauberkeit absolut tadellos. Wir hatten jeden Tag Housekeeping bei uns im Zimmer. Die haben immer gut sauber gemacht. Ich habe nie was gefunden, keine Haare im Bett oder ähnliches. Von daher auch völlig zufrieden. Nächster Punkt und ganz wichtig, das Essen. Kann ich gleich die 5 Punkte vergeben? Also es kommt drauf an, ne? Wenn du zwei verfressene Typen hast, wie Justin und mich, die gerne und viel essen, es ist großartig. Riesenauswahl, immer frisch, du kannst sie immer nachholen. Es gibt nichts, was mir nicht irgendwie geschmeckt hat. Überhaupt nichts auszusetzen. Wie gesagt, Essen 5 von 5 Punkten. Nächster Punkt, der Preis der ganzen Geschichte. Der Preis. Es ist ein bisschen tricky zu sagen, weil wir haben ja hier All-Inclusive. Das heißt, wir müssen nicht essen gehen. Das Essen gehen in Aruba ist teuer. Es sind amerikanische Verhältnisse. Du bezahlst für eine Flasche Wasser manchmal 10 Dollar. Du bezahlst für einen doppelten Espresso irgendwo 6, 7 Dollar. Von daher fällt der größte Kostenfaktor vom Essen und Trinken schon mal weg, weil du All-Inclusive hast. Der Preis vom Resort geht völlig okay. Es kommt natürlich immer darauf an, zu welcher Saison dass du hier buchst. Aber das Divi ist immer in einem großen Preissegment. Preis würde ich sagen, hohe 3 Punkte. Weil es generell Aruba einfach etwas teurer ist. Nächster Punkt, Aktivitäten. Was wird im Hotel angeboten? Aktivitäten. Für alle, die Sport lieben, ist das Divi sehr gut, weil wir haben ein wunderschönes, großes, ausgestattetes Fitnessstudio, wo eigentlich für jeden was dabei ist. Wenn ihr Bock auf CrossFit habt, könnt ihr in eine CrossFit-Box gehen. Aber für alle, die normal Fitnessstudio trainieren wollen, großartig. Wasseraktivitäten haben wir jetzt weniger genutzt. Kann man sich Kajaks ausborgen, Schnorchelausrüstung, Paddleboards. Man kann einen Windsurf-Kurs machen, man kann so einen kleinen Katamaran mieten und da eine Einführung bekommen. Also auch da Aktivitäten ist für jeden was geboten. Wir haben heute noch mal kurz gefilmt, so eine Art Aqua-Jogging, wer das mag, gibt es natürlich auch. Und wie gesagt, von jedem was dabei. Aktivitäten, kann ich auch nur sagen, 5 von 5 Punkten. Vorletzter Punkt, wie fandest du die Atmosphäre? Atmosphäre, karibisch, munter und spaßig. Das ist natürlich ein Resort für die ganze Familie. Das heißt, hier ist auch ein bisschen lauter wie vielleicht in diesen Adult-Hotels. Muss man jetzt mögen oder auch nicht. Wenn man jetzt einen ganz ruhigen Couple-Urlaub haben möchte, ist es vielleicht eine Spur zu laut, aber da kann man ja auch sich ein bisschen zurückziehen. Ansonsten sehr gute Stimmung. Ich fand manchmal, wenn ich ehrlich bin, die Musik abends einen kleinen Tick zu laut. Aber auch das mag Geschmackssache sein. Bin ja langsam ein bisschen älter, da wird man ein bisschen ruhiger. Stimmung 4 von 5 Punkten. Und der Gesamteindruck vom Hotel? Der Gesamteindruck ist für mich großartig, weil der Service für mich überwiegt. Das ist einer der wichtigsten Punkte für mich, ob ich in einem Resort noch mal wiederkomme oder nicht. Das ist hier toll. Das Essen ist für mich einer der wichtigsten Punkte und die sportlichen Aktivitäten. Und weil die drei Sachen so super für mich sind, ist der Gesamteindruck auch für mich super. Von daher, Gesamteindruck von mir 4,5 von 5 Punkten. Das war unser Fazit vom Divi All-Inclusive Resort. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Uns hat es sehr gut gefallen. Und wir freuen uns dann, euch in dem nächsten Land, in dem nächsten Kontinent weitere Tipps zu geben. In diesem Sinne.